Chayonara, Freunde der Nacht, und willkommen zurück bei The Joy of Creation Reborn. Alpha-Version 0.6 ist da und die beinhaltet Foxy. Ich bin gespannt. Foxy ist hier unten und... Foxy sieht gut aus. Etwas dünn geworden. Könnte man was auf den Rippen vertragen. Okay, wir starten. Kam, glaube ich, gestern oder vorgestern erst raus, diese Version. Ich bin gespannt. Vor allem, wo ist... Oh, nee. Attic. Dingens. Speicher. So, fällt mir das deutsche Wort schon nicht ein. Speicher ist ja fast noch gruseliger als der Keller. Fuck. Okay. Hi. Okay, wieder 5. Oh, ich hab ihn schon... War der da schon? Da war er doch schon. 5 Objekte in... Oh, da, da. Ich glaube nicht, dass ich die Taschenlampe anmachen sollte. Das war ja bei Freddy schon ein großer Fehler, deswegen... Okay. Die Augen auf einmal. lustig. Irgendwie lustig. Oh, aber meine Ohren, die sind, die kann ich wegschmeißen, hey. Ich hatte mal gute Ohren. Lange bevor ich diesen Kram hier gespielt habe. Okay, ich glaub. Oh shit! Ich hab's gewusst, es ist keine gute Idee, die Taschenlampe anzumachen. Ja. Wie ich so bin, muss ich es natürlich trotzdem mal versuchen. Wie kann ich dem denn entkommen? Und dann noch Sachen einsammeln? Oh, das schaffe ich ja nie. Selbst mit Außertaschenlampe, super Deutsch, mit Außertaschenlampe, kriegt Foxy mich. Ah, sag mal, wenn das fertige Spiel auch so schwer wird, dann ist das ja impossible. Impossible. Ich kann mich ja nicht mehr bewegen. Fuck, ist das schwer. Mache ich was falsch oder macht Foxy was richtig? Das ist hier die große Frage. Ich glaube... Oh. Wenn ich mich nicht bewege, kriegt Foxy mich trotzdem. Okay. Die haben ja alle irgendein System, diese Viecher. Das war ja schon seit jeher so, aber... Schon wieder. Da. Hau ab. Verschwinde. Schön, ich muss nebenbei noch Objekte einsammeln. Unmöglich. Unmöglich. Das ist unmöglich. Also. Zumindest. Ist mir jetzt in der Schnelle der Zeit noch nichts eingefallen. Alter. Ich gehe. Ich sehe auch nichts, weh. Kaum mache ich die Taschenlampe an. Okay, ich renne einfach mal ab und zu. Oh. Ist das ein Objektiv? Nee. Alter, ich fand Foxy bisher immer sehr sympathisch. Das ändert sich jetzt aber gleich ganz schnell. Foxy ist ziemlich arschlochig geworden. Ich kreiere heute wieder ganz viele neue Wörter. Ihr merkt das schon. Die Ause-Taschenlampe und arschlochig. Okay, ich habe ein Objective. Wahnsinn, ich habe einen Gegenstand eingesammelt. Da darf man schon mal klatschen, sagte die Frau Merkel. Und ich bin schon stolz, einen Gegenstand eingesammelt zu haben. 5 ist in meinen Augen absolut unmöglich. Absolut unmöglich. Zumindest mit meinem komischen System hier. Ich habe ja kein System, das ist das Problem. Weil ich mich hier auch nicht zurechtfinde. Hier schon wieder! Wenn das dumme Etwas sich erstmal in Bewegung gesetzt hat, habe ich keine Chance. Der ist ja 10-mal so schnell wie ich. Ich mag das gar nicht. Ich finde das gar nicht gut. Ja, schon wieder! Okay, aber erstmal habe ich mich noch erschreckt. Jetzt nervt's nur noch.
Was ist das für ein Scheiß? Ich hatte bisher eine gute Meinung von diesem Spiel. Die anderen, die waren ja relativ creepy und da hatte man auch eine Chance, was einzusammeln. Aber hier? Da geht gar nichts. Keine Chance! Nee, ich geb mir Mühe, aber es klappt nicht. Okay. Ihr wisst jetzt alles, ihr seid eh total, Five Nights at Freddy's erfahren. Und ihr wisst wahrscheinlich, was ich falsch mache. Okay. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde, ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen werde. Gut, wenn die... Okay. Wenn die Version mit Chica rauskommt, das dürfte ja auch nicht mehr lange dauern. Die kommen ja relativ schnell raus, diese Updates. Dann werde ich das auf jeden Fall auch nochmal anspielen. Hier das Foxy-Level. Taschenlampe an, schlecht. Taschenlampe aus, erwischt er uns auch irgendwann? Stillstehen erwischt er uns. Wenn wir wegrennen, erwischt er uns, weil er viel schneller ist als wir. Und nebenbei müssen wir noch in 70 oder 80 Sekunden hier Sachen einsammeln. Da ist was, da liegt was. Lauf doch hier, Els, läuft er auch nicht. Überall bleiben wir hängen. Steuerung ist scheiße. Ich will erstmal überlegen, ob ich mir das Spiel zulege, wenn es rauskommt. Weil das ist ja doof. Sorry, das finde ich echt bescheuert. Der Keller war ja noch ganz gut. Mit Bonnie und... Das Level mit Freddy fand ich eigentlich am besten, aber das hier, Foxy, ist ja mal totale Scheiße. Totale Scheiße. Ist auch nicht mehr gruselig oder dass ich mich erschrecke, es nervt ja nur noch. Ich überlege gerade, ich habe eigentlich alles ausprobiert. Weggerannt, hilft nicht. Taschenlampe an, hilft sowieso nicht. Taschenlampe aus, hilft eigentlich auch nicht. Ja, kommt er schon wieder, kommt er schon wieder. Und wie kann er mich überholen und wo angreifen? Er ist schon wieder frustriert. Ganz ruhig, hat er dann, ganz ruhig. Das ist scheiße. Das Level ist echt scheiße. Also da sollte... Ich hoffe, dass da noch etwas... Das Ganze entschärft wird, sonst... Vielleicht hilft's auch, ihn anzublinken mit der Taschenlampe. Es gab doch mal irgendein Spiel, ich weiß... Ich glaube, bei Slender the Arrival, da konnte man diesen Zombie, dieses komische Zombie-Vieh in der Lagerhalle mit der Taschenlampe blenden und dann gemacht. Aber ich glaube, Foxy ist das hier egal. Ja. Ganz im Gegenteil, da gehen die roten Leuchte-Cookies erstmal richtig an. Alter! Was mache ich falsch? Alles wahrscheinlich, okay. So, wir haben einen Gegenstand. Wow, bin ich stolz. Nicht mal, wenn ich unendlich viel Zeit hätte, würde ich 5 Gegenstände einsammeln können. Und dann haben wir nur noch 80 Sekunden. Hier, Freunde. Hier. Nee, danke. Damit hat das Spiel schon mal viel an seinem Reiz verloren. Hier, schon wieder. Was mache ich falsch? Ich habe keine Ahnung. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Das Level ist scheiße. Das Level ist echt scheiße. Ich guck nochmal bei Freddy vorbei. Da hat man ja in der letzten Demo fast alle Gegenstände eingesammelt. Bin gespannt, ob sie das jetzt auch hier verschärft haben. Erster Stock. Ignited Freddy. Okay. Also Foxy ist, kannst du vergessen. Keine Chance. Es wäre jetzt peinlich, wenn ich der Einzige wäre, der hier so schlecht ist. Okay, 5 Gegenstände in 60 Sekunden. Telefon.
Ja, guck, hier, hier habe ich schon zwei Gegenstände direkt. Das ist viel besser. Ich glaube, das ist eine Verarsche vom Entwickler. Das kann nicht sein. Okay. Hier, vor Freddy können wir auch wegrennen, weil der nicht so schnell ist. Aber Foxy, unmöglich. Naja, Foxy ist hier das Sprint-Genie. Okay, lauf. Die Hände. Ist das neu mit den Händen? Ich glaube irgendwie, die hatten wir in der vorigen Version noch nicht so. Dass die Hände so rumzappeln. Okay, ich werde es auch nicht schaffen, aber so viele Gegenstände hatte ich in keinem einzigen Versuch mit Foxy. Da hatte ich ja nicht mal zwei. Ah, Hilfe. Ah, lauf. Okay, ich bin am Arsch. Hi. Okay, Freddy ist viel netter. Foxy ist scheiße geworden. Okay. Vielleicht mache ich ja wirklich was total falsch. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin am Ende mit meinem Latein. Okay. Also das Freddy-Level ist viel, viel besser. Foxy, das kann nur ein Scherz sein. Das schafft doch kein Mensch. Gut, wir sehen Chica hier in Rot. Also es dürfte in der nächsten Zeit noch ein Update kommen mit Chica. Und dann werde ich das Foxy-Level nochmal anspielen, falls ich bis dahin nützliche Tipps von euch bekommen habe. Ja, jetzt seid ihr gefragt. Macht eure Hausaufgaben und sagt dem Herrn Duddle, wie ihr das schaffen kann. Viel Spaß dabei. So, jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.